und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich euch ein neues Feature von YouTube vorstellen, das es erst seit kurzem zu bestaunen gibt. Und zwar handelt es sich darum, dass man seinen Kanal jetzt auch mit einer Google Plus Seite verbinden kann. Das ist ganz praktisch, vor allem wenn man mehrere Kanäle hat, kann man zum Beispiel das Ganze mit einer einzigen Google Plus Seite verknüpfen. Das ist ja ein ganz nettes Feature, oder wenn mehrere Leute an einer Google Plus Seite mitarbeiten wollen oder wenn einfach mehrere Leute Hangouts hochladen wollen auf eine Google Plus Seite, das war die ganze Zeit nicht möglich. Google Plus die Unterscheidung gemacht hat, dass zum Beispiel bei Hangouts immer nur von dem Profil, von dem der das Hangout erstellt wurde, der YouTube-Kanal genutzt werden konnte. Das geht jetzt hier mit mehreren Mitarbeitern, ist für kleine Redaktionen und so natürlich eine tolle Sache. Ich zeige euch kurz, wie das geht. Ihr klickt hier oben auf euren Profilbereich. Übrigens, der Kanal hier, Geek Week German Game, ist der neue Kanal, auf dem ich alles, was mit Games zu tun hat, in nächster Zeit hochladen werde. Das könnt ihr euch schon mal vormerken, falls da einige verwundert sind, was das hier für ein Kanal ist. Ihr klickt hier auf Einstellungen und dann habt ihr hier, wie bereits vorher erwähnt, die Möglichkeit, euch mit Google Plus ganz normal zu verknüpfen. Das wollen wir jetzt aber nicht machen. Wir gehen auf Erweitert und jetzt habt ihr hier mit Google Plus Seite verbinden. Das ist noch in der Beta-Phase. Jetzt habt ihr hier mehrere Seiten zur Auswahl, mit denen ihr euch verbinden könnt. Allerdings gebe ich noch zu bedenken, natürlich, wenn ihr eine Seite mit einem anderen Google-Profil erstellt habt, wird das Ganze hier nicht aufgeführt. Bei mir hat es funktioniert, indem ich dann einfach jeweils jeden Kanal mit Google Plus verknüpft habe und habe dann die Google Plus-ID zum Admin der Seite hinzugefügt. Und dann geht das hier auch auszuwählen. Es ist auch so, dass automatisch eine eigene Seite erstellt werden kann. Dann könnt ihr einfach hier YouTube-Nutzernamen verwenden und dann wird direkt automatisch eine eigene Seite auf Google Plus aufgeführt. Wenn ihr hier irgendetwas auswählt, dann könnt ihr hier auf Weiter klicken und das Ganze ist dann schon abgeschlossen. Das war's von mir. Ich wünsche noch einen schönen Tag und tschüss.